Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Jagd seid. Ja, heute ein kleines Vorstadt-Eckhaus, ein aggressiv gefährlicher Geist, wir und ein paar Aufgaben. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Reinigen Sie den Bereich jedes Geistes mit Räucherstäbchen und stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Sehr schön, und wir haben es zu tun mit Elizabeth Wilson. Wie viele Geister verletzt hatten die Wilson-Geister sind? Zum Wilson-Clan? Die Wilson-Geister sind? Ist auch gut. Die Wilson-Geister. Wer kennt sie nicht? So, ihr Lieben. Taschenlampe. EMF. Fotoapparat. Erstmal gehen wir erstmal so rein. So, zum Glück haben wir diesmal keins von den schlimmsten Zielen. Hat man letzte Folge erst wieder. Muss auch nicht jede Folge sein. Auf geht's. Wobei es letzte Folge gut klappt hat mit den Räucherstäbchen. Wir konnten den Geist. Die Jagd hat irgendwie direkt abgebrochen. Keine Ahnung. Vielleicht hat man einfach nur Glück. Oder der Handtuch ist anfällig für Räucherstäbchen. Hallo. Generator war jetzt im Keller, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es wieder vergessen. Auf dem weiten Weg vom LKW bis hierher. Guck trotzdem erstmal in die Garage. Da ist er auch. Eben vielleicht auch mal anmachen. So, erstmal Licht an. Elizabeth Wilson, gib uns mal ein Zeichen. Frage jetzt einfach mal ein bisschen früher nach dem Geist. Elizabeth Wilson, wenn du hier bist, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Kann das von oben kommen? Schritte, ne? Hört wie leichtes Knarren immer hier von oben. Hallo? Was war das? Guck mal hier rein. Kein Knochen. Badezimmer auch nicht. Küche sonst auch nicht. Lassen wir das Küchenlicht gleich mal aus hier. Guck noch hier hinten in die Ecke. Da ist nichts. Einmal nochmal hier hinten rum. Beim Esstisch. Da ist auch nichts. Hier auch nicht. Okay, gehen wir nach vorne. Dann ist die oben. Einmal durchs Wohnzimmer. Nee, die ist oben, Leute. Auf jeden Fall. Hallo? Oben. Okay, wir lassen mal. Kann man den hier irgendwo Flurlicht zumindest anlassen, hier unten? Alles klar. Weil irgendwo hat man auch Schritte schon gehört. Telefon. Oh, EMF5. Alles. Hallo. Grüß dich. Tür zu, du kommst hier nicht raus. Licht an. Gleich ein EMF5 hier drin. So viel dazu. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal zeigen. Geht doch gar nicht weg und bleibt die ganze Zeit bei 5. Jetzt geht's auf 3 runter langsam. Bist du hier? Guck mal, die Schranktür. Das ist. Hallo! Hallo! Kein Grund, gleich komisch zu werden. Tür zu. Wenn du hier bist, kannst du dich einmal zeigen. Okay, erstmal nur Schritte da drin. Wir sind noch mal kurz draußen. Hört doch Sanity Check. Dass wir gleich ganz viel verloren haben. Beim Angehauchen. Angehauche. Okay. Legt auch schon gleich los. Aktivität ist gut. Sanity 78. Das war zumindest aber schon mal ein Geister-Event, ne? Sehr schön. Elisabeth hat schon gleich ein Geister-Event spendiert. Okay, ich hoffe, sie ist nur in dem kleinen Zimmer. Das wäre schon mal gut. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Erstmal eben EMF5 eintragen. EMF5. Das sind eigentlich immer die schlimmsten Geister, die gleich ein EMF5 zeigen, ne? Die gleich so aggressiv sind. Moment, Bewegungssensor haben wir doch noch als Ziel, ne? Ja, okay. 78. Wir gehen nochmal rein. Bewegungssensor und Geisterbuch. Hauptsache, sie bleibt in ihrem Zimmer und kommt nicht raus auf den Flur. So, Tür zu. Einfach mal einen hier hin. Und weil wir gleich beim Reinkommen durch die Tür hier, legen wir das da hin. Was war das für ein Geräusch? Wie so ein leises Schnaufen. Kannst du dich vielleicht einmal zeigen?
Wenn du hier bist, zeig dich einmal. Ich hoffe, das ist überhaupt der Geisterraum. Aber wir hatten auf jeden Fall in dem Raum auch die Schritte. Da ist er genau auf uns zugekommen. Tür zu, das war genau hier. Bist du hier? Keine Schritte mehr hier. Wollen wir nach hinten durchgucken, hier einmal ganz kurz. Oh, 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 oh. Aber hier kommt sie nicht. Nee, hier kann sie eigentlich nicht durch die Wand durch. Oh, wer weiß wieder, wo die ist, Leute. Nicht gut. Okay, wir haben erstmal einen Bewegungssensor. Telefon. Wo war das jetzt? In dem Zimmer da hinten jetzt oder wieder hier vorne? Das EMF hier ist ruhig geblieben, ne? Ja, es war diesmal das Telefon da hinten im Zimmer. Bist du hier? Grüß dich. Ja, ja, da ist sie doch. Im Wandschränkchen. So, tada, Foto. Wie schön. Wussten wir gar nicht. Hat sie sich aufgelöst, als wir fotografiert haben? Habe ich nicht drauf geachtet jetzt. Oh, die im Schlafanzug. Die ist 65. Zeit für eine Dröhnung. Mutpille. Sehr schön. Okay. Bewegungssensor haben wir auch. Da ist sie durchgelaufen. Dann ist das auch ihr Geisterraum. Wir müssen noch räuchern. Wir räuchern. So. Auf geht's. Einmal Beruhigungsräuchern. Ganz ruhig, Elisabeth. Wilson. Hallo. Hier, zur Beruhigung. Einmal auch hier innen im Schrank. Einmal räuchern. Oh, Schritte. Sie kommt hinterher. So. Nimm das. Legen wir das Buch etwas näher vor den Schrank. Hier, vielleicht schreibt es in der Ecke lieber. Tür zu. Okay, raus. Gänsehaut. Schnell, schnell. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Okay, wir haben aber bis jetzt nur einen Beweis. Eine EMF. Foto haben wir aber zumindest. Geister-Event haben wir. Geräuchert haben wir. Bewegungssensor. Vielleicht haben sie die Räucherstäbchen ein bisschen beruhigt. Dafür haben wir diesmal alle Nebenziele. Aber wir hatten auch diesmal kein Jagdziel zum Glück. Wir legen trotzdem ein Kruzifix rein zur Sicherheit. Und Feuerzeug bleibt hier. Kamera für Geisterorbis stellen wir auf. Zack, vorne in der Ecke. Alles klar, auf geht's. Kann nichts schief gehen, Elisabeth. Das bleibt wirklich in ihrem Zimmerchen diesmal. Sieht jedenfalls so aus. Hat man ja lange nicht einen Geist, der mal in seinem Zimmer bleibt. Buch ist noch leer. Ich hatte nebenan das Wasser angemacht im Badezimmer. Doch, da nebenan im anderen Badezimmer. Egal, wir stellen jetzt hier, weil hier ist der Bewegungssensor. Wir stellen das jetzt hier auf. Und Kruzifix schmeißt einfach hier hin zur Sicherheit. Wir gucken mal, ob wir hier Orbis haben. Moment, Fotoapparat haben wir doch noch. Da haben wir noch Fotos drauf. Mitkommen. Gehen wir einmal nach hinten. Hier sieht plötzlich irgendwo kalt wird. Nee, okay. Ja, das hat man neulich auch einmal. Dann wurde irgendwann auf einer Jagd, wo es lange gedauert hat. Bis sie uns ihren endgültigen Geisterraum verraten hat, dann. Okay. Kein gutes Gefühl, hier übrigens rumzulaufen. Jetzt schmeißt du schon wieder mit Sachen. Hallo. Das Buch lässt sich aber immer noch kalt. So, hier drin ist nichts geflogen. Okay, ich würde sagen, wir gucken. Von da. Wir gucken erstmal, ob wir Orbis da vorne im Zimmer haben. Weil ich glaube trotzdem, dass es der Hauptgeisterraum ist da vorne. Da hatten wir die Schritte, da hat es gleich das EMF5 gezeigt. Da schmeißt Sachen rum. Okay, Orbis. Komm schon, da war das Foto, da kam sie aus dem Wandschrank raus. Okay, wir können die Kamera nochmal auf die andere Seite natürlich stellen, auf dem Raum, ne, nochmal rüber auf die andere Seite. Da zum Wandschrank nehmen wir die andere Seite halt auf, wo jetzt die Kamera steht. Gucken wir so nochmal. Dann, oh, Geisterbox. Wir nehmen die Geisterbox mit rein.
eine Taschenlampe für Fingerabdrücke nehmen wir noch mit rein. Hoffentlich haben wir keine Fingerabdrücke, weil Fingerabdrücke und EMF ist doch immer, kann auch ein Revenant sein dann, ne? Erstmal fragen wir, ob sie hier ist. Bist du hier? Wo bist du? Nee. Wie alt bist du? Bist du hier? Sagt nix. Was willst du? Nee, okay, aber hier wieder die Schritte, ne? Aber wir sollten trotzdem einmal im Badezimmer auffragen. Okay, ganz kurz legen wir das einmal hier hin. Stellen die Kamera einmal nochmal andersrum auf. Dass wir einmal die Ecke vom Raum noch aufgenommen haben. Tür zu hier. So rüber. Okay. Und du kommst wieder mit. Fingerabdrücke. Keine. Nee. Okay, keine Fingerabdrücke. Kein Geisterbuch. Nee, und die hat die Türen hier alle ange... Also zumindest hier die Zimmertür hinten auch. Gucken wir hier nochmal rein. Auch nix. Auch nicht kalt. Hallo? Schritte jetzt hier. Bist du hier? Hier bist du drin. Wir sind gleich wieder da. Sekunde. Oh, da ist die doch. Hier. Okay, wir brauchen ein Buch. Und, Moment. Fingerabdrücke. Was? Oh, Schritte. Überall Schritte und Türen. Kein gutes Gefühl. Schnell, die Kamera rüber. Badezimmer hier hinten. Die Frage, stellen wir die jetzt so hier auf? Ja, erstmal so außerhalb vom Raum. Buch hier rein. Schreib in das Buch. Hallo? Wir sind so lange auch nochmal draußen. Kannst in Ruhe was reinschreiben. Schnapp frische Luft. So. Okay. Da hinten drin. Geisterbox. Hat hier gesagt. Djinn oder Oni. Okay, Oni hatten wir auch richtig lange nicht. Der schreibt noch ins Buch. Und der Djinn zeigt uns Geisterorbis. Könnte ein Djinn sein. Weil Strom auch die ganze Zeit angeblieben ist, ne? So viel zum Djinn, keine Orbis. Dann muss es das Buch sein. Also Buch oder Orbis haben wir jetzt noch auf der Liste. Okay, stellen wir die Kamera noch einmal so auf, dass wir das ganze Schlafzimmer aufnehmen. Und legen das Buch noch einmal andersrum hin. Legen am besten noch ein zweites Buch rein. Da kann er sich eins aussuchen. Oder kann sie sich eins aussuchen, die gute Elisabeth. Wilson, es tut mir leid, dass wir rausfinden, was für ein Geist du bist. Aber es muss sein. Ganz ruhig, Elisabeth. So, dann legen wir dir noch ein Buch hin. Aber hat eindeutig hier gesagt. So, dann wir brauchen eine zweite Kamera eigentlich. Es kann jetzt nur noch, hier haben wir 5, hatten wir jetzt Geisterbox. Es kann jetzt nur noch Buch oder Orbis sein. Oh, hallo. Geht hier auch noch eine Schranktür auf? Vielleicht müssen wir die Kamera auch in die Richtung stellen, dass wir die andere... Egal, erstmal müssen wir nochmal raus. Okay, 2 Bücher liegen da jetzt. Schreib in das Buch, Elisabeth. Und lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Aktivität nimmt doch zu. Da fliegt ein Orbi. Tatsächlich. Da fliegt einer. Geister-Orbi. Das heißt, wir haben einen Djinn. Hatten wir richtig, richtig lange nicht. Okay, Leute, wir haben alles. Alle Nebenaufträge haben wir auch erfüllt. Wir haben den Knochen nicht gefunden, ne? Und auch kein Ouija-Board. Aber wir haben durch alle Räume
Naja, so halb durch alle Räume geguckt. Nee, ist nicht so schlimm. Wir fahren lieber nach Hause. Sicher, sicher. Eingetragen haben wir alles. Fotos haben wir auch so ein paar. Gin hatten wir lange nicht. Sehr schön. Und auch alle Nebenziele. Gute, kleine, erfolgreiche Geisterjagd. Sehr schön. 190 Dollar immer noch verdient. Wie gesagt, kein Knochenbeweis. Aber das geht doch. 170 Erfahrungspunkte. Passt. 6 Minuten im Licht, 7 Minuten im Dunkeln, 2 Minuten nur im Geisterraum. Man war doch das Bad zum Hinten der Geisterraum. Ne? Weil wir vorne im Raum war viel mehr. 9 Minuten im Haus, eine Viertelstunde auf der Jagd. Wir hatten 3 Geisterereignisse, keine Geisterjagd zum Glück und 31 Geisterinteraktionen. Ja, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen hat, ein Kommentar, lobt, freut mich nochmal riesig. Wenn ihr jetzt gerne mehr Let's Plays, mehr Projekte, mehr Geisterjagden sehen wollt, lasst ein Abo da. Würde ich mich am allermeisten freuen. Und sonst kann ich nur sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.